Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Persona 5. Ihr seht schon am Hintergrund, ich habe mal wieder kurz was vor der Folge zu sagen. Und zwar versuche ich mich dieses Mal kurz zu halten. Und zwar ist es so, als ich die letzte Folge aufgenommen habe, wollte ich eigentlich für den Tag Schluss machen, weil ich war schon ein bisschen müde und erschöpft und da sollte man eigentlich keine Videos mehr aufnehmen, weil da kommt selten was Gutes bei raus. Und das Ding ist, ich habe dann mit Schrecken festgestellt, oh scheiße, ich habe das letzte Mal gespeichert vorm letzten Boss. Und das heißt, ich hätte das alles dann seitdem nochmal machen müssen, wenn ich jetzt einfach die PlayStation ausgeschaltet hätte. Das ist natürlich, wollte ich nicht, klar. Also hatte ich nur eine Wahl. Ich musste jetzt einfach weiter spielen bis zu einem Punkt, an dem ich speichern kann. Aber da ich ja nichts eigentlich nicht wirklich aufnehmen will, habe ich es ganz einfach jetzt so gemacht. Ich habe aufgenommen, also das Videomaterial, das Spiel selber. Und die erste Viertelstunde, die jetzt kommt, ist quasi im Nachhinein vertont. Sprich, ich habe mir meine eigene Aufnahme dann angeguckt und habe dann währenddessen was dazu gesagt. Ne? Also das ist nicht live, ich spiele das da nicht live in dem Video. Ich weiß nicht, man wird es wahrscheinlich merken, denke ich. Okay, wollte ich am Anfang nur kurz erwähnen. Die letzten paar Minuten sind dann aber wieder live, ne? Nur damit ich dann auf so eine normale Folgenlänge komme. Okay, das war's auch schon. Viel Spaß jetzt. So, nach der letzten Folge bin ich also schlafen gegangen. Und dann ist das Spiel hier wieder in diesen Verhörraum gesprungen. Und Sei kann's offenbar echt nicht glauben, dass ihre eigene Schwester sich mit uns verbündet hatte damals. Das ist ja schon einige Zeit her, ne? Wenn die Verhörszene hier spielt. Ja, was dann? Was Makoto also running from the police when you were arrested? Das wissen wir ja noch nicht. Wir sind ja da in irgendeinem Palast eingestiegen. Aber zumindest in der Anfangsszene waren wir da ja alleine. Also ich bin ehrlich gesagt an der Stelle auch mal gespannt, wie es dazu kam. Makoto aside, you mentioned one other important detail. Ja, das ist ja auch immer noch so ein großes Fragezeichen. Ganz am Anfang waren wir in einem Palast, eindeutig, aber dann war da auf einmal eine komplette Polizeimannschaft. Also, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Weil das ist ja jetzt offensichtlich die Realität, oder? Either you've simply been trying to confuse me with your lies. Or everything you've stated is true. Have you been telling me the truth from the very start? Also ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass sie eine Böse ist, deswegen habe ich jetzt hier einfach mal angeklickt, dass ich ihr die Wahrheit sage. Und ich sag mal, viel mehr Optionen haben wir, glaube ich, nicht. Very well. No matter how absurd it may seem, I'll reevaluate my stance on believing you for now. In return, speak the whole truth and nothing but the truth. It's a fair deal. Is that acceptable? Genau, und jetzt haben wir sie nämlich ja auch als Confident freigeschalten. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. Und das ist aber ehrlich gesagt, wenn man mal drüber nachdenkt, irgendwie ein bisschen komisch, ne? Weil eigentlich müsste ich ja, wenn sie jetzt ein Confident ist, und zwar die Judgment-Persona hier, irgendwie muss ich ja meinen Rang bei ihr steigern können. Aber wir haben ja den Confident-Pakt jetzt erst geschlossen, wie soll ich denn sagen, diese Verhörszene hier spielt ja praktisch da wo wir gerade im Spiel sind, weit in der Zukunft. Mehrere Monate mit Sicherheit. So, und wie will ich denn dann meinen Rang bei ihr erhöhen? Wahrscheinlich nur in diesen Verhörszenen, oder? So, und da sehen wir, oder wir sehen besser gesagt nicht unser nächstes Ziel. Ed Madgett. Komplett unbekannt, wer dahinter steckt. Und deswegen wird natürlich auch unser Metaverse-Navigator da nicht funktionieren. Da braucht man ja immer die Person und wo die sich aufhält. Aber es sieht echt nach Hackergruppe aus, ne? Naja, wir werden es gleich sehen. Und da taucht dann nämlich auch eine Person in diesem Spiel auf, von der ich, so viel verrate ich schon mal, wusste, dass die Person kommt. Ich wusste nur noch nicht genau wann. Und ich habe es schon sehnsüchtig erwartet, dass diese Person jetzt auftaucht.
Aber wie gesagt, ich verrate mal nichts weiter. Ja, ich denke mal, das wird so funktionieren. Du wirst wahrscheinlich mit Say in diesen Verhörszenen reden müssen und da dann eben ihr einfach die Wahrheit sagen. Und das wiederum erhöht dann deinen Rang bei ihr. Anders kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, weil wir werden jetzt kaum mit der irgendwie in den Vergnügungspark gehen. Selbst dann würde es zeitlich keinen Sinn machen, dass du mit ihr quasi in der Zukunft einen Bund eingehst und dann aber in der Vergangenheit mit ihr abhängst, um den Rang zu erhöhen. Ja, das wird nicht passieren. That was the one the staff recommended to me, though. Won't that printer do? It'll do, but it's not it. Okay, I'll be right over. Ja, selbst das Gespräch ist nicht so unwichtig, wie man denken könnte. This might take a while. I'm leaving the store to you. Lock up for me if I don't come back. I owe you one. What a handful. Ja, denn Tsujiro hat gerade mit einer Person geredet, für die er offensichtlich einen Drucker kaufen sollte, und es war aber nicht so wirklich der richtige. Also er wird zwar funktionieren, aber es war nicht genau der, den diese Person will, und wie gesagt, diese Person wird noch eine Rolle spielen. Ich sag da jetzt nichts mehr dazu, wie gesagt, wir sehen es eigentlich, wir werden es gleich sehen, noch in diesem Video, versprochen. Tampers with people's hearts. It's no different from brainwashing. Ja, mal wieder die üblichen Diskussionen im Fernsehen darüber, was die Phantom Thieves so darstellen. Die Leute denken halt, okay, es ist zwar jetzt nicht zu leugnen, dass die hauptsächlich böse Menschen als Ziele auswählen und damit gewissermaßen was Gutes tun, aber selbst natürlich auch Gesetzlose sind, wobei es macht eigentlich null Sinn, finde ich. Das ist so ein klitzekleiner Story-Schwachpunkt. Wenn die Polizei einen Kriminellen festnimmt, einen potenziellen Kriminellen, steht ja immer die Unschuldsvermutung. Ich weiß nicht, ob das auch in Japan so ist, aber ich gehe mal davon aus, was eigentlich so ein rechtsstaatlicher Standard, dass Verhaftungen immer erstmal vorläufig sind. Und die verhören den dann. Und manchmal bieten die ja sogar Anreize dafür an, wenn derjenige gesteht, vielleicht sogar irgendwelche Mittäter verrät. Wenn der dann gesteht, was ist denn das dann? Ist doch nichts anderes als das, was wir machen. Und momentan haben die ja nur keinen Plan, was genau wir für Methoden an den Tag legen. Die haben ja wirklich null Plan, was wir genau machen. Und deswegen, also ich will damit sagen, wenn uns das Spiel hier im Rahmen der Story präsentiert, dass die Leute eben über die Phantom Thieves diskutieren und darüber, ob die gut oder böse sind, das entbehrt einfach jeder Grundlage, da gibt es nichts zu diskutieren. Die wissen nicht, was genau wir machen, also können sie auch nicht einfach sagen, das sind Verbrecher. Die haben auch null Ahnung, also wer wir sind. Alles, was die im Grunde genommen wissen, ist, da gibt's Leute, die haben was Böses gemacht und von einem Moment auf den anderen gestehen die auf einmal ihre Verbrechen. So. Und davor taucht eben diese Calling Card auf. Was dazwischen passiert, haben die keine Ahnung. Ich meine, es könnte genauso gut sein, dass wir uns einfach mit den Leuten, also jetzt mal ganz naiv gesprochen, zusammensetzen und ein klärendes Gespräch führen. Ja? Well then, we'll clean this up quickly and put it behind us. Yes, a grand undertaking like social reform is beyond a group such as the Phantom Thieves. Only a few people are entitled to change the world, like you, future Prime Minister. Oh. Ja, und da hätte ich vielleicht nicht drüber quatschen sollen, oder ich hoffe, ihr habt trotzdem noch auf das Acht gegeben, was da im Hintergrund passiert. Also dieser SIU-Direktor ist ganz offensichtlich in eine Verschwörung verwickelt. Irgendeine Person, die sich anschickt, der zukünftige Premierminister von Japan zu werden. Und die wissen auch vom Metaverse und wahrscheinlich sind das die Leute, die das Metaverse unter anderem eben nutzen, um sich selbst zu bereichern. Natürlich ohne Rücksicht auf andere Leute zu nehmen. Und die wollen uns irgendwie aus dem Weg räumen? That's not why we're here. We need to study for finals.
Frag mich natürlich, ob Madjet damit was zu tun hat, aber... Ich glaube eher weniger. Even you're saying such things? Let's leave those guys be. I couldn't ask the last time I was here, but what is this place? The storekeeper doesn't seem to be around. It's where this guy lives. He's got complicated circumstances. Yeah, so come on, sir. We can tell her about it, right? Actually, tell yourself. That's terrible. On Yusuke and me are pretty much the same too. I mean, it's not as bad as this guy's though. It's just something we can't ever put up with. That's why we all be. Hey, don't forget me. I know, I know. We're all part of the team. By the way, Makoto, ain't there someone you can't forgive either? Like, a heart you want to change? That's a secret. Ah, there's someone like that. You could just tell us, you know. You don't gotta be so cold. That aside, do you have any intention of studying for the exam? Not really. It's fine if I leave, then? No, no, I'm just joking. Please teach us. Ja, natürlich stehen auch jetzt in der kommenden Woche die Abschlussprüfungen an. Ich weiß nicht, wie das in Japan funktioniert. Das ist immer so am Ende von einem Monat oder von einem Quartal. Leave vocabulary and long sentences to me. I suck at proper grammar, though. Even if we study English, it's not like I'm gonna use it in the future. Klabberst du Englisch? When it comes to you, your Japanese is questionable. Ja, natürlich hat Ryuji null Bock aufs Lernen. Ich eigentlich auch nicht, weil... Hey, also ich meine gut, im Rahmen der Geschichte macht es zwar Sinn, aber ich persönlich jetzt als Spieler, ich werde das nicht, ich werde natürlich einfach die Antworten im Internet nachgucken, wenn es soweit ist. Ich habe ja schon gesagt, das wird dieses Mal echt nicht so einfach werden, wie das wie die letzten paar Male. And that was the follow-up report on the suspect Kaneshiro. Now, Akechi-san. Jetzt kommt der hier schon wieder. This is said to be the result of the Phantom Thieves' actions, but in actuality, is this true? Obwohl der ja eigentlich, ich rede hier einfach mal ein bisschen drüber, weil genau genommen sagen die hier alle nicht wirklich was, was wir nicht sowieso schon wissen. Obwohl das schon irgendwie, ne, weil das ist tatsächlich die Frage, was machen die eigentlich? So then by tampering with hearts, the Phantom Thieves are fabricating crimes that may not exist? We can't deny the possibility. There's no doubt that the Phantom Thieves are exposing hidden injustices in society. However, if this is done by sidestepping the law, their way of thinking is very dangerous. So, in a way, they're outlaws. Yes. They're no different than the criminals they target. This cannot be overlooked. Weißt du, ich verstehe den Typen einfach nicht. Erst gibt er uns zumindest hier diesen, ich weiß gerade nicht, wie man das gut auf Deutsch übersetzen kann, im Englischen würde man sagen Benefit of the Doubt, also er zweifelt zumindest an, es könnte sein, dass wir die Guten sind. Er weiß, er sagt ja auch ganz offen, dass er keinen Plan hat, was wir genau machen, aber gleich im nächsten Satz ist er sich absolut sicher, dass wir das Gesetz brechen und Kriminelle sind und aufgehalten werden müssen. Also irgendwie, das ergibt doch alles null Sinn. Und es ist auch noch fraglich, wie Akechi irgendwann mal, mit uns interagiert, weil eigentlich haben wir ihn ja auch als Confident, ne? Also, normalerweise müssten wir ja auch mal mit ihm irgendwie was machen können. I feel like we won't lose to anything right now. Well, we'll decide on that eventually. We need to overcome our exams first. Now then, break time's over. Let's get back to... That reminds me, the celebration party. Weren't we gonna do it after exams? Yes, I believe so. Where should we go? I feel like I'll study better if I got something to look forward to. The last one was a buffet at a hotel. We haven't gone anywhere since. Hmm? A buffet?
Where would be good? Hey, what about fireworks? A fireworks festival! Oh yeah, it's that season, huh? That sounds good to me. It's hard to ignore a buffet, but I'll take the beauties of summer. Still, I demand that we feast during the festival as well. Ja, offensichtlich ist also in Japan im Sommer sowas wie eine Feuerwerkssaison oder was? Ich weiß nicht, was genau die da feiern. Aber auf jeden Fall wird das dann quasi unsere Siegesfeier sein. Ein Feuerwerksfestival. I won't let you off if you fail any of them. Are we clear? Ja, und offenbar ist es auch Makotos Aufgabe, als Schülersprecherin dafür zu sorgen, dass alle durch die Prüfungen kommen, oder was? Ja, da, oh, und jetzt bin ich ruhig, weil das ist... Da haben wir sie. Dieses süße, orangehaarige Mädchen ist nicht unwichtig für die Geschichte. Und wir sehen, sie ist offensichtlich ein kleiner Computerfreak. Vielleicht sogar eine Hackerin. Ja. Also das war schon mal, wie gesagt, ne? Also achtet mal genau auf die, weil die wird echt noch wichtig. Und ich habe mich auch schon sehr gefreut, darauf gefreut, dass sie jetzt ins Spiel kommt. Ja, so, das ist jetzt eigentlich nochmal, im Grunde kann ich an der Stelle schneiden, das ist jetzt eigentlich nochmal Mishima, denn nachdem wir jetzt Kaneshiro besiegt haben, können wir natürlich auch in die nächste Ebene von Mementos vordringen. Und dort sind natürlich auch wieder kleinere Ziele und ich glaube, dieses Mal geht es um ein Mädchen namens Yumeko Mogami und wir hatten ja mal in diesem Eingang diese Stalkerin gesehen, ne? Diese völlig wahnsinnig, den einen Jungen angestarrt hat. Ja, das Cyber-Stalking-Girl, also... Sieht so aus, als könnten wir uns jetzt um die kümmern, aber ich warte natürlich erstmal, dass ich im Mementos noch ein bisschen mehr zu tun habe, ne? So, und da geht's jetzt auch regulär weiter im Betrieb, dieses Mal nicht nachvertont, sondern live. Ja, was muss ich jetzt eigentlich machen? Also, wir haben, wie gesagt, letztens eine Person gesehen, dieses orangehaarige Mädchen, von der ich ja schon gesagt habe, ich kenne die schon und... Will euch natürlich noch nicht verraten, wer die ist und was die zu sagen hat. Aber sagen wir einfach so, ich habe schon auf ihre Ankunft hier im Spiel gewartet. So, ansonsten, wir müssen... Ja, also was heißt müssen? Wir wollen unseren Erfolg feiern. Da hieß es ja, wir gehen da irgendwie zu so einem Feuerwerksfest. Ich muss den Fortschritt des Falls, also von Kaneshiro, verfolgen. Und ansonsten auch weiterhin meinen Gerechtigkeitssinn oder also die Tatsache... Dass wir halt die Guten sind, der Gesellschaft gegenüber beweisen, so kann ich jetzt ja eigentlich noch irgendwas machen? Hey! Nichts. Morgana, du bist nach wie vor eine Spielverderberin. Hm. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt irgendwann mal pennen und schauen mal, was der nächste Tag so bringt. Normalerweise müsste es jetzt etwas zügiger vorangehen, also zum nächsten Story-Segment, weil ich ja wirklich dieses Mal bis zum Schluss gewartet habe, ehe ich den Palast fertig mache. Bis fast zum Schluss, einen Tag hätte ich noch gehabt. Ah, und da ist Akechi. Ja, ich habe mich ja schon gefragt, was er hier noch für eine Rolle spielt. Theoretisch müsste ich irgendwie meinen Confident Rank bei ihm erhöhen können. Aber so richtig interagieren wir ja, wie gesagt, noch nicht mit ihm, ne? Hm. Ja, also können wir tatsächlich davon ausgehen, dass die Phantom Thieves auf der Seite der Gerechtigkeit sind? Und die Leute, also online geben die Leute uns halt jede Menge Support. Hey. Hm.
Ja, ach so, okay. Also Akeshi hat ursprünglich in diesen Fällen ermittelt hier, was diese plötzlichen mentalen Zusammenbrüche angeht und die daraus resultierenden Verkehrsunfälle. Und er glaubt, es könnten vielleicht die Phantom Thieves sein. Und wir haben ja auch letztens mal, hat er dieser eine SIU-Direktor, was auch immer jetzt das SIU gleich war, gesagt, es gibt da wohl schon jemanden, der plant, unseren Untergang herbeizuführen und er will wohl, dass wir uns von innen heraus zerstören. Was auch immer das heißen soll. Wobei wir ja von der Eingangssequenz wissen, dass es einen Verräter in unserem Team geben muss, irgendwann mal. Der uns verkauft. Also wer weiß, was hier noch alles passiert. Ja. Ist auch immer wieder lustig, ne? Also wenn du irgendwas hier erreicht hast im Spiel, irgendeinen Meilenstein, also wie hier Sieg über Kaneshiro, es redet halt echt einfach mal jeder darüber. Immer wieder. Jeden Tag kriegst du die Ohren voll gesülzt mit Zeug, was du sowieso schon weißt, weil du warst ja dabei. Aber na gut, okay. Das macht natürlich Sinn. Ich meine, wir wissen, was wir gemacht haben, die Gesellschaft hier aber nicht, deswegen klar reden die Leute darüber. Okay, Moment. Es gibt einen Organismus, der seinen eigenen kurzlebigen Glimmer, also Leuchten hat. Meint er Fluoreszenz, Bio... Ja, Fireflies, also Käfer. Give it a try. Was ist der Name der der lichtproduzierenden Substanz... Der Leuchtkäfer Lumarin, Luziferin, Berberin. Kein Plan. Ich glaube Berberin. Kann aber auch das hier sein. Also Lumin heißt ja. Also. Lumin, es heißt ja Lumineszenz, dieses natürliche Leuchten. Aber ich gehe mal lieber kein Risiko ein. Und schau mal schnell nach hier. So, alles klar, ich habe nachgeguckt. Die Antwort lautet tatsächlich Luziferin. Interessant. Cool. Okay. Interessanter Name. Well done. Ja, also wenn sich Luziferin mit Sauerstoff verbindet, entsteht halt eine Oxidationsreaktion, ähnlich wie bei Feuer. Feuer ist ja auch eine Oxidation und dabei entsteht dann eben Licht. Glühwürmchen können nicht schreien, also verbrennt sein Körper oder also so ähnlich. Also ja, sie geben halt keine Laute von sich, sagen wir es so, und deswegen leuchten die halt. Es produziert aber keine Hitze. Es nennt sich deshalb kaltes Licht. Ah, interessant. Na, ist immer schön. Man kann hier wirklich auch sowas lernen. Nice going. Und immer wieder dieselben Sätze, ne? Ja, ich muss sehr schlau sein, um sowas zu wissen. Ja, ihr anderen seid dumm wie 5 Meter Feldweg. Nein. Ja, die Endprüfungen am 13., ne, hieß es ja, glaube ich, gehen die los, also noch 2 Tage irgendwie. Was ist denn los? 18.07. Marinetag. Und die letzten Tests enden am 16., okay, also... So, alles klar, Leute, das war mal eine etwas besondere Folge, sag ich mal so vom Aufbau her.
Aber ja, es ging halt nicht anders. Ist halt ein bisschen doof gelaufen da bei der letzten Aufnahme. Was soll's. Lasst mir bitte wie immer eine Bewertung da, wenn es euch trotzdem irgendwie gefallen hat. Also ich hoffe ja, bei jedem Video, was ich hochlade, dass ich euch so ein kleines bisschen unterhalten kann. Und ich hoffe, es ist mir dieses Mal auch wieder gelungen. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin, ciao.